Es wird wahrscheinlich gleich lustig, wenn wir mit den anderen unterwegs sind. Die fahren da wahrscheinlich lang. Und können wir hier irgendwas einstellen? Fahren da wahrscheinlich lang und ich muss mit Yuffie wahrscheinlich die Kisten zerdeppern. Also darf ich einstellen, wo sie lang fahren. Wahrscheinlich wie hier. Keine Action, sagen sie. Okay, dann lassen wir es so, wie es gerade ist. Kannst du die Weichen für die Lore umstellen? Momentan ist die vom Barrett befolgte Zug der halbbrechische Route eingestellt. Ja, wollen wir Yuffie den Gefallen tun oder Barrett? Da sind Kisten. Ah, komm. Ich will die Kisten haben. Die werden wir wahrscheinlich zerdeppern. Yuffie wird es hier danken. Die Gleise sehen ziemlich alt aus. Ob Barrett und die anderen da heil rüberkommen? Ach, die sehen gut aus. Die sind noch stabil genug. Woher weißt du das? Meine Pfoten irren sich genauso wenig wie meine Nase. Ah, davon habe ich gehört. Die Pfoten von Hunden und Katzen können mehr erspüren, als wir uns jemals vorstellen können. Oder, Red? Mit deinen Fußpolstern. Meine Pfoten sind um Welten feinfühliger als die von einfachen Haustieren. Sag mal, Red. Nein. Nein. Ich hab noch gar nichts gesagt. Einmal. Ach so, sie will das anfassen. Nalkus hier. Nalkus. Interessiert mich. Tatsächlich? Ich will. Haben wir irgendwie. Einzige Verkettung schon. Nochmal eisige Verkettung. Ich will nicht so viel MP verwenden. Das war's. Ist hier irgendwie ein Item oder so? Ja, ich dachte schon, warum gehen wir hier überhaupt hin? Ein Schutzbit. Das ist ein Schutzbit. Ich glaube, das hält vor, also schützt vor sehr viel. Schutzbit. Da. Schutzbeeren des Kampfes vorstellen vor sofortigem Tod. Schutzbeeren des Kampfes vorstellen vor der Zuschauersversteinerung. Das sieht auch hübsch aus. Wie auch immer man das trägt, aber das sieht hübsch aus. Ich mag aber eigentlich die Sachen, die wir haben. Ich könnte natürlich den Kuppel-Talisman ablegen, aber ich mag das eigentlich, dass wir so viele Sachen finden können. Ich weiß gar nicht, ob Cloud das tragen muss, damit wir Sachen finden, oder einfach einer in der Gruppe. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zurück. Der macht gegen gar nichts. Na, hör's mal auf. Mutangriff. Verdammt! Danke für nix. Du dummes Kackteil. Mutangriff. Was? Sehr gut. Und tschüss! Impulsieb. Damit wir ihn schocken. Ah, schade. Das war's! Verzieh dich! Nix ausgehen. Vitalität. Okay, der ist geschockt. Keine große Sache. Vitalität ist aber auch ein. Ist auch ein Wort. Wieso hat man nicht einfach das Wort kritisch genommen? Mir ist halt aufgefallen, dass ich wahrscheinlich noch auf der anderen Seite da noch hoch kann und da wahrscheinlich ein Item ist. Deswegen gehen wir mal zur anderen Seite. Ich wäre gerne die lustige Route gefahren für Barrett. Aber weil hier Kisten sind, nehmen wir die Kistenroute. Natürlich kann auch sein, dass in den Kisten einfach nur Scheiße drin ist. Oh, da kann man dann runter. Okay. Aber ist hier dann auch was?
Wow. Also das Schwert benutzt. Muss er sich nicht vor die Finger aufschneiden bei der Klinge, wenn er sie anfasst. Fest. Ich meine, das Panzerschwert ist nur. Hat nur eine Klinge pro Seite. Eine Seite hat eine Klinge, meine ich. Hier hat jede Klinge, jede Seite eine Klinge. Boah, ich bin. Glaube ich, nimmt so lange heute schon auf. Ich meine, ich nehme gerade nur 2 Stunden auf, aber ich habe schon 1,5 eben aufgenommen. Kann sein, dass ich ein bisschen matschig im Kopf bin. Lasst uns Yuffie und den anderen Bescheid geben. Ja, sofort. Und da sind keine Schienen auf der Hängebrücke, wie im Original, was voll keinen Sinn macht. Nur mal kurz darüber nachdenken. Ja, ich glaube, hier ist nichts von Interesse. Hier sind wieder Kisten, die man kaputt hauen kann. Dann wollen wir mal die anderen Bescheid sagen. Ich hätte gerne die actionreiche Route genommen, weil die sieht lustig aus. Bitte knallt nicht gegen das Zeug hier. Das wäre sehr gut, wenn ihr das nicht machen würdet. Ist hier irgendwas zum Einsammeln oder so? Hier ist das Gerät. EHS, weil im Original war das Ding, um mit den Leuten zu reden. Also die Charaktere zu wechseln. Wie sieht die Strecke aus? Hab getan, was ich konnte. Wirklich? Wird auch nichts wackeln? Besten Dank für alles. Wir sind so gut wie bei euch. Gut, dann stürzen wir uns mal ins Abenteuer. Okay, Luffy, dann wollen wir mal. Wieso auch immer wir. Naja, wir müssen ja Sachen wahrscheinlich abwerfen. Wie machen wir das denn? Hier. Gucken wir mal kurz rein. Alles wird gut. Ich kann das. Das wird ein Klacks. Vogel, bleib mal lieber hier. Komm! Ist ja nur eine Lore. Du willst wohl mitkommen, was? So ist's gut. Dann los und haltet euch gut fest. Zielen, schießen. Der Führer mit dem Roberts Gewehrarm und Yuffies Wurf stellen die Shinra-Prachtkisten, damit Yuffie von ihrer Übelkeit abgelenkt wird. Wenn du erwischt, desto mehr Punkte erhältst du. Mit Barrels Gewehrarm zielen, Barrels Gewehrarm schießen, Yuffies Wurf stellen benutzen. Wurfstern werfen. Viereck schießen, Dreieck werfen. Eieieiei. Okay, Ich kann nicht werfen. Achterbahn! Also ich kann nur werfen, wenn da. Ja, safe. Ich kann nur werfen, wenn da so ein Ding ist. Hier. So ein Dreieck-Ding. Das fängt jetzt ein bisschen. Nicht so einfach. Kann ich mit linken? Mit rechten Stick? Nein, natürlich nicht. Nimm das! Das Licht! Es brennt! Das würde ich Lightmode benutzen auf irgendeiner Website. Auf YouTube zum Beispiel. Hier, zack. Da sind Kisten zum Zerballern. Okay, ja, das hat ja gut funktioniert. Man kann nicht so schnell, glaube ich, lenken, wenn man. Das ist aber ein lustiges Minispiel, auch wenn es nur einmalig ist. Weil wir werden hier wahrscheinlich nicht nochmal lang fahren. Oder kann ich da nochmal hoch und dann hier. Ja, das hat ja gut funktioniert. Da waren Kisten, die ich nicht gesehen habe, aber die habe ich gesehen. Zinkert. Das ist eine Scheiße. Man will halt alles, oder zumindest ich will alles machen. Alles treffen und zerstören.
Das kriege ich nicht gebacken. Hier sind wir da, wo Cloud eben lang gegangen ist. Und da haben wir ja nicht eingestellt für Yuffie. Ich glaube, ich habe schon ein paar Kisten übersehen. Man hat sich halt des Planeten aber gefunden. Da oben. Ein Übertrank. Was ist ein Übertrank? Die sind aber wirklich mega lahm unterwegs. Weg für Yuffie. Ja, danke, dass ich das nicht mehr sehen darf. Haltet an. Fantastisch. Ein bisschen langweilig. Für Barrett meine ich. Ich fand's lustig. Kotze nicht. Ich habe die einfache Route genommen. Es ist ja getroffen von seinen Brüdern und Schwestern. Der Vogel. Alles okay? War nicht so schlimm wie gedacht. Cloud hat die Strecke wirklich ganz gut ausgesucht. Meine Verbundenheit mit Barrett, als er sich gestiegen hätte, ich wahrscheinlich die andere Strecke genommen. Ich will mit Yuffie eigentlich gar nicht befreundet sein. Mir war langweilig. Ihr habt's also überlebt. Mir war langweilig. Ganz knapp. Die Verbundenheit hat sich geändert, aber inwiefern hat sie sich geändert? Wahrscheinlich ins Negative. Der Cloud, Kikeri Cloud. Genau. Seit wir ihn gerettet haben. Die sehen aber gleich aus. Das hier kenn ich. Wie Zwillinge, nicht? Er heißt Kikeri Cloud. Sehr erfreut. Nicht lustig. Lustig. Oh. Das ist die Mutter. Was ist das denn für ein Vogel? Sieht komplett anders aus als das Küken, aber das ist ja meistens so. Sieht aus wie so. Wie heißen die? Wie heißen die Viecher? Dann mach's mal gut, Kikeri Cloud! In Skyward Sword heißen die Loftwing, aber es gibt die Viecher tatsächlich so eine Vögel, die sehen ähnlich aus wie die Loftwings in Final Fantasy. Legend of Zelda. Und da sieht es aus, als würden wir nach Coral kommen. Ich habe ein Schild gesehen. Wir wollten. Okay. Wir wollten Yuffie, Barrett noch komplett machen, ne? Der hat seine Fähigkeiten noch nicht fertig. Haben wir irgendwo eine Gruppe mit Barrett? Da Barrett tiefer, von mir aus, wen interessiert. Aber Barrett würde ich gerne zum Anführer machen. Sind wir, okay, wir sind noch nicht in der Open World. Wo sind wir denn? Theoretisch in der Open World. Okay. Es macht mich voll fertig, dass hier so viel grau ist und wir das wahrscheinlich nie entgrauen, sag ich mal, weil das alles Gebirge ist. Aber dass das mir dann angezeigt wird, das Grau, macht mich ein bisschen fertig. Okay, dann rüber hier. Sag tiefer was. Kannst kaum erwarten. Ich dachte, du kommst von hier. Tu ich auch. Uiuiui, jetzt geht's. Da habe ich gar keine Lust eigentlich wirklich drauf. Das ist ja so ein Mantelmann. Und jetzt geht's los, oder? Ja. Das ist ganz schön viel größer als gedacht. Hoppla! Wen haben wir denn da? Welch Ehre, dass wir seine Exzellenz Barrett hier wieder begrüßen dürfen. Dass du nochmal hier aufkreuzt, ist ganz schön mutig von dir. Dass sie so einen Kasten einfach anmachen, schräg von der Seite. So ein Riesen würde ich nicht. Bitteschön.
Der hier geht aufs Haus. Zu dritt würde ich die nicht anpacken. Lass sie. Aber... Kommt. Die Brille. An eurer Stelle würde ich mich von dem fernhalten, wenn ihr nicht sterben wollt. Und jetzt? Wo sind die Jungs? Die vermag mich sehr. Oh. Die Fofsgate gehen im Goldsaucer. Das ist ja wie im Original gewesen. Wo ich, also Original Let's Play. Wo Final Fantasy 7, wo ich auch mit Tifa auf dem Date war. Okay, hallo. Was denn? Kundschaft? Du hast ja dich enttäuscht an. Geschickte Abwehr. Ist hier irgendwas komplett neu? Ich habe 20.000, aber ich guck mal, ob ich irgendwelche Waffen finde. Im Laden. Ja, du scheinst ja nett zu sein. Guck mich mal hier ein bisschen um. Was glaubst du so? Guck mal da hinten, da, ob da was ist. Die Kinder spielen auf dem Glanbeisen. Glanbeisen, habe ich gesagt. Was? Bahngleisen. Ist natürlich total sicher und so, denke er. Aber ich meine, hier fährt sowieso nichts mehr. Also dürfen die da auch ruhig spielen, aber ist trotzdem komisch, Kinder auf dem Bahngleisen spielen zu sehen. Okay, dann folgen wir euch mal hier. Was ist los? Will man sich woanders auch nicht mehr? Warst wohl wieder zu gierig, was? Das lässt du dir einfach gefallen? Du verstehst das nicht. Dank so einem dämlichen Arschloch habe ich alles verloren. Wenn ich Hunger habe, stell ich Waffen oder bist du sauer? Du kaufst sicher auch was, oder? Die Sichel war sehr low poly. Wir sind ein Waffenhändler. Hast aber nichts Waffenmäßiges, also was ich nicht schon habe. Das ist auch alles Quatsch. Hast du was im Angebot? Du hast auch Booster Packs, mysteriöse Wesen, von mir aus. Bergigelflohen, Nadelspucker und Krumpilz. Die Krumpilze sehen so aus. Ich habe die noch nie von nahem gesehen. Ja, du, mich auch. Ihr seid ja alle sehr nett und willkommen heißend. Oh, ihr habt auch ein... Ja, ich meine, das muss ja sein, aber... Vom Gameplay her, aber ist trotzdem komisch. Da ist ja jemand sehr nett. Red 13. Der Rächerhaltung. Eisige Verkettung will ich nicht wirklich. Doppelt hält besser, wirklich das im Team mit einer soliden Verteidigungshaltung einzunehmen. Was ist das hier? Donnernde Verkettung. Verkettung finde ich irgendwie doof. Wer? Juffi. Eisige Verkettung. Für die ATB-Leiste bei Kaffeegehen ein geringfügig auf. Hey, wieso nicht? Kostet nur 5. Haben wir noch irgendwas für 5? Hier. Synchro-Schaden plus. Ah, wieso nicht? Tschüss. Du mich auch. Alles so mega nett hier. South Entrance. Seit der Sache mit dem Makro-Reaktor ist hier ab. Ja, wo gehe ich jetzt lang? Hab gar keine Zeit zu lesen. Ich muss arbeiten. Hier wird es lang gehen, aber da wird es auch lang gehen. Und da wir ist... Wollen dich hier nicht haben. Ja, hat die Klappe. Ich gehe erstmal... Da sehe ich doch was in der Ferne. Ist das, was ich da gesehen habe, nicht... Das war nicht der Reaktor, ne? Was ich dachte, dass das der Reaktor war. Der Reaktor war tatsächlich das Ding. Das hier. Da weiß ich, was das hier ist.
weiß, was das hier ist. Das ist doch nicht der Reaktor, ich bin so doof. So, so ein Entrance Ropeway. Da war eine Materia irgendwo umliegen. Was ist los? Oh, verdammt, das Rad ist im Eimer. Hey, stört es euch, wenn wir hier kurz vorbeischauen? Ich würde gern Hallo sagen. Okay, in der Bar. Das ist keine Bar, das ist ein Arzt, wie es aussieht. Ich würde da gerne runtergehen. Mein Mann kam damals bei diesem grauenvollen Regen. Materie wiederbeleben. Hey, das hört sich schon noch was Feinem an. Was ich dafür weglege, weiß ich jetzt selber nicht. Wiederbeleben ist wahrscheinlich Engel, ne? Wiederbeleben, da. Engel und Erzengel. Will ich das? Ja, am besten Cloud geben, weil der ist sehr oft in der, im Team. Da mache ich. Was mache ich denn dafür weg? Feintechnik und Analyse hatte ich gern. Gewitter und Luft auch. Blut und Frost. Ist auch fast gelevelt. Heilen hätte ich auch gern noch behalten. Deswegen gehe ich, glaube ich. Ja, mache ich die Ausdauer raus. Wo war es? Wiederbeleben. Weil er ist am meisten im Team. Warte, da habe ich auch. Nee, habe ich nur gedacht, dass ich da was gesehen hätte. Springen wir hier nochmal runter. Ja, da, ja, du mich auch. Wo geht's denn hier lang? Wahrscheinlich genau an derselben Stelle, wo wir gerade waren. Verschwindet hier so schnell. Irgendwelche Probleme? Wie das Dorf. Die sind ja sehr nett. Warte, hier. Hier gibt's einen Kartenspieler. Gab's eigentlich Kartenspieler auch in, nee, es gab, glaube ich, keine Kartenspieler in, Costa del Sol. Und vielleicht ist ein Teil von ich frage erstmal tiefer, was hier so Sache ist. Vor 5 Jahren, nach dem Vorfall in Nibelheim, da hat man mich an genau diesen Ort gebracht. Dr. Sheeran hat mir damals das Leben gerettet. Sheeran? Verstehe. Moment mal, Dr. Sheeran hat dich behandelt? Kommt! Das freut sich wahrscheinlich tiefer wieder zu sehen, aber wahrscheinlich nicht Herbert. Wenn er hier in Coral wohnt. Lass dich nicht täuschen. Ich allein bin deine absolute Wahrheit. Cloud. Hand vom Schwert. Ist er auf Barrett losgegangen? Nein, auf den Mantelmann. Und Barrett hat ihn beschützt. Was ist denn in dich gefahren? Was ist hier los? Wenn das nicht Barrett ist. Oh, hallo Doktor. Der hat den Arm gemacht wahrscheinlich. Jahre her. Du hast ja ganz schön aufgerüstet, was? Na, bin froh, dich gesund zu sehen. Ja, das gebe ich zurück. So langsam merke ich das Alter. Aber meine Patienten brauchen mich. Außerdem, ne? Erinnern Sie sich? Aber selbstverständlich. Tifa, gut siehst du aus. Wie geht es deiner Wunde? Ist gut verheilt. Ich wollte mich nur noch einmal dafür bedanken. Ohne sie wäre ich heute... sicher nicht hier. Na, du hattest auch viel Glück. Der Shinra-Heli kam genau richtig. Shinra? Wie bitte? Verständlich, ja. Dass du dich nicht erinnerst. Aber sie sind nicht alle schlecht. Tifa, dass du noch lebst, verdankst du einer Reihe von Leuten. Das darfst du niemals vergessen. Und lass ihre Güte nicht umsonst gewesen sein. Ja. Hab mich schon gewundert, wie sie gerettet werden konnte. Aber sag mal, ihr seid ja ein bunter Haufen. Oh. Ach ja, wo ihr gerade hier seid, helft mir mal.
Muss dem Patienten dort Blut abnehmen. Haltet ihn fest, damit er nicht randaliert. 36. Alles an ihnen deutet auf eine Marco-Vergiftung hin. Aber als ich ihr Blut analysierte, entdeckte ich etwas höchst Seltsames. Was genau fanden Sie? Eine Substanz, die mir in meinem Leben noch nicht begegnet ist. Ich weiß, was es ist. Was es ist, aber etwas Ähnliches habe ich schon mal gesehen. Die Augen eines Soldaten. Ex-Soldaten. Soldat ist man auf Lebenszeit. Das ist kein Job, den man einfach aufgibt. Hey. Kleine Spende? Keine Chance. Lass mal schicken. Ich glaube, dass es sich bei den Männern um degenerierte Soldaten handelt. Ist natürlich nur eine Theorie. Um sie zu beweisen, müsste ich mehr Tests durchführen. Sind viele von denen vorbeigekommen? Ja, das sind sie. Um die Verletzten kümmere ich mich hier. Der Rest ist wohl auf dem Weg zum Gold Saucer. Zum Gold Saucer? Ja, fragt mich nicht warum. Keine Ahnung. Sie gehen einfach raus. Tiefers Vorschlag. Ob's dass so das Mädchen von damals eines Tages hier mit Barrett zusammen auftauchen würde. Was das wohl zu bedeuten hat. Na, wir werden es erfahren. Ich glaube, im Original kam der nie wirklich vor. Ich glaube, der Name schon, aber der Charakter selbst nicht. Macht da draußen nichts Unüberlegtes, Tifa. Kommt vorbei, wenn ihr einen Arzt braucht. Ich nehme als Bezahlung auch ein paar Blutproben statt Gil. Macht da draußen nichts Unüberlegtes, Tifa. Ist hier irgendwas? Shirin hat sich für die Lebensmittellieferungen von Shinra eingesetzt. Nur so könne man die Leute hier gesund halten, sagt er. Das bleibt unter uns. Sag mal. Aber er versetzt die Lebensmittel mit Medizin. Gold Saucer. Das ist doch dieser super berühmte Vergnügungspark, oder? Davon habt ihr das gelesen? Komm gehört? Schon. Yuffie, das hier ist kein Ausflug. Wir setzen die Lebensmittel mit Medizin. What the fuck? In Schwarz. Ah, das wird so toll. Es gibt eine Seilbahn, die uns direkt zum Gold Saucer bringt. Kommt schon, verschwinden wir von hier. Warte doch. Warte doch, Nebenquest machen. Warte, hier gibt's eine Nebenquest. Also ich wollte Open World Sachen machen. Meinte ich. Nehmen wir die mal an. Patient entführt. Ich stecke ehrlich gesagt ein wenig in der Klemme. Seht euch diesen Brief an. Wir haben einen deiner Männer in Schwarz. Wenn du ihn lebend wiedersehen willst, kostet dich das 10.000 Gil. Wir lassen dich wissen, wie wir das Geld erhalten wollen. Eine Entführung? Jemand scheint zu glauben, dass meine Forschungen an diesem Phänomen mich irgendwie reich gemacht haben. Und was jetzt? Glaubst du, eine Praxis wie diese könnte so eine Summe berappen? Nein. Nee. Deshalb brauche ich eure Hilfe. Ich möchte euch bitten, den Mann zu retten. Deine Sinne sind denen der Menschen überlegen. Alleine mit Hilfe deiner Nase wirst du die Übeltäter ganz bestimmt ausfindig machen. Da bin ich mir sicher. Tja, da ist was Wahres dran. Da kannst du nicht Nein sagen, was? Womit fangen wir an? Den Brief untersuchen. Das ist ein ganz normaler Brief. Ich habe keine versteckte Nachricht gefunden. Der wird euch nicht weiterhelfen. Vielleicht der Geruch? Etwas zu viel Spaß zu machen. Cloud, lass mich mal an dem Brief riechen. Ja, das meinte ich ja. Ich nehme einen sehr charakteristischen Geruch wahr. Das ist Parfüm. Ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist. Ach ja, hier. Diese Lampe reagiert ausschließlich auf die Schwarzkutten. Vielleicht nützt sie euch ja. Okay, ich hätte mehr machen können. Folge Red. Hätte sich mal lieber jemand mit Geld zum Erpressen gesucht. Etwas verbindet dich mit den Schwarzkutten. Deshalb musst du ihnen helfen. Hätten sich mal lieber jemand mit Geld... Etwas verbindet dich mit den Schwarzkutten. Aber was verbindet sich? Wer bindet hier lang. Nicht mit den Kannst Schwarzkutten. Kannst du sie wirklich riechen?
Unser einer hat einen 7000-mal besseren Geruchssinn als ein gewöhnlicher Mensch. Neben dem Parfüm nehme ich auch sämtliche Körpergerüche wahr. Zusammen ergibt sich daraus ein Geruchsbild, das ganz und gar unverwechselbar ist. Den richtigen Geruch aus der Umgebung herauszufiltern, will natürlich gelernt sein. Und wie rieche ich für dich? Wie ein junger Mann, der zahlreiche Ungeheuer niedergemetzelt hat. Wie lange gibt sicher angenehmere Düfte. Keine Sorge. Hallo, Chatley. Das rieche ja nur ich. Leute von außerhalb sind hier alle. Okay, dann kommen wir in die offene Welt. Das will ich glaube ich auch machen, bevor wir zum Goldsaucer gehen.